Big hello from me, Peter Drury, at the wonderful Stadio. Der Kampf um die Krone im PS2-Fußball ist derzeit voll entbrannt. Zusammen mit PES 4, FIFA 2005 und Club Football 2005 streitet auch Sony's This is Football 2005 um die Gunst der ballbegeisterten PlayStation-Kicker. Größter Vorteil gegenüber der Konkurrenz? TIFF 2005 verfügt über das coole iToy Cameo-Feature. Dahinter verbirgt sich die Möglichkeit, euer Gesicht neben den Stars auf dem Rasen erstrahlen zu lassen. Dazu nehmt ihr euch einfach via iToy auf, markiert die markanten Punkte eures Abbildes, verändert die Frisur oder fügt auf Wunsch noch eine Brille hinzu. Leider gibt es zu den jeweiligen Veränderungen keine Vorschau, was die Sache somit ziemlich umständlich und langwierig macht. Hat man es aber schließlich geschafft, seinen eigenen Kicker zu kreieren, darf man in seiner Wunschelf neben den Ballkünstlern wie Pizarro und Co. auf Torjagd gehen und sich im Erfolgsfall von den Mitspielern feiern lassen. Die Gegner-KI in den Spielen ist unglücklicherweise selbst auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad nicht sonderlich anspruchsvoll. Meist suchen die CPU-gesteuerten Stürmer mit leicht durchschaubaren Solo-Läufen den Abschluss. Ein gutes Stellungsspiel der eigenen Abwehr verhindert so Schlimmeres. Mit etwas Übung und einem sicheren Passspiel kann man jede Defensivreihe austanzen und selbst einglühen, da der Gegner erst sehr spät attackiert. Freunde von Originaldaten werden teilweise enttäuscht. Wie in der PES-Reihe verfügt auch Sony nur über die FIFA Pro-Lizenz. Daher sind die meisten deutschen Nationalkicker wie Oli Kahn und Kevin Korani nur mit Fantasienamen vertreten. Die Topstars der Equipe Tricolore erkennt man dagegen sogar auf den ersten Blick. Leider lässt die Aktualität des Teams arg zu wünschen übrig. Die zurückgetretenen Kicker Vicente Lizarazu und Zinedine Zidane sind wie bei PES 4 und FIFA 2005 immer noch mit von der Partie. Schade eigentlich.